So, 3, 2, 1, live von den Pyramiden von Gizeh. Ja, und wir haben jetzt hier umgesattelt. Wir sind nämlich per Kamel unterwegs. Haben eine ganz tolle Tour, einen ganz tollen Guide, der auch mega tolle Fotos gemacht hat. Aber hier würde ich euch auf jeden Fall mal ein Stückchen mitnehmen. Display kann ich kaum sehen, denn es ist verdammt warm hier gerade. So, und das Kamel, ja, mit dem haben wir uns schon richtig angefreundet. Die haben ja auch gerade was zu fressen bekommen. Ja. Der merkt, ich bin ein bisschen aus der Puste, aber das war auch jetzt ziemlich anstrengend. Wir waren in der Pyramide drin gewesen eben. Und ich kann euch sagen, da ist es richtig schwül und stickig. Und man muss teils kriechen, aber auf jeden Fall ja ein Erlebnis wert. Und ja, kann ich jedem nur empfehlen, wenn ihr in Ägypten seid, schaut es euch an. Ja, eins der 7 Weltwunder, das ist der Wahnsinn. Hier vorne die kleinen 3 Pyramiden, die größere. Ja, und ansonsten Wüste, Wüste und Wüste. Also, schaut mal gerade oben hier, seht ihr mich auch mal. Also Sonnenhut ist auch mit dabei, durchgeschwitzt sind wir alle, glaube ich, hier. Nach den Stunden, die wir jetzt hier verbracht haben. Und gleich geht es auch noch mal weiter. So, aber jetzt würde ich sagen, genießen wir hier ein bisschen den Ausblick. Hier ist auch alles kameraüberwacht. Also Hightech auch hier im Land der Pharaonen in Ägypten. Hier vorne bei den Pyramiden kann man sehen, die sind schon sehr mitgenommen. Aber die größeren, noch die Cheops-Pyramide, die sehen noch sehr, sehr fit aus. So, Kamel ist natürlich immer so ein bisschen holprig, aber es tut dem keinen Abbruch. Mal hoffen, dass das Video noch ein bisschen hält, weil das Telefon ist schon extrem heiß. Und man kann ja auch endlich Auswaschungen sehen. Sich die Frage, wo kommen die denn her? Tja, wer die Pyramiden schon alles gesehen hat, also ich glaube, die haben schon viele Menschen der Geschichte hier begrüßen dürfen. Und heute uns und euch. So, schaut mal hier vorne. Das ist ja die große, da ist noch ein bisschen was von der Spitze übrig. Die waren ja früher alle komplett verkleidet. Sei auch zukünftig mit dabei, einfach dem Kanal folgen und nichts verpassen.